Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsim World 5, der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Und zwar hat das in zweierlei Hinsicht einen bestimmten Grund. Und zwar, es gab oder gibt ein neues Update oder einen neuen Fahrplan. Mod für die Strecke Rhein-Ruhr-Osten, sprich Wuppertal-Hagen. Und das zweite, was ich euch vorstellen wollte, ist die Lackierung für die BR193 Vectron, und zwar von dem lieben Bahnfusch-Hochschule. Zu finden ist sind beide Mods auf der Seite www.chainsimcommunity.de. Und ich habe gedacht, wir verbinden heute beides so ein bisschen miteinander. Einmal die Mod für die Strecke Rhein-Ruhr-Osten und einmal die Lackierung der Vectron. Und ja, machen da ein kleines offizielles Fahrplanszenario. Fahren ein RE von Wuppertal Richtung Hagen. Und müssen, glaube ich, am Ende sogar die Lok noch parken, so wie ich das gelesen habe. Glaube ich zumindest, wenn ich mich da jetzt nicht vertan habe. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, erstmal zu dieser Lok. Die sieht ja so von Weitem schon schön aus. Finde ich auf jeden Fall. Es gibt von dem lieben Bahnfusch Hochschule noch eine weitere Lackierung, und zwar die MRCE-Lackierung für die gute 193, und ja, die werden wir uns vielleicht auch noch anschauen. Mal schauen. Wir werden uns jetzt erstmal hier um dieses Szenario kümmern, lassen die Fahrgäste einsteigen, den Zug aufrüsten bzw. die Lok aufrüsten, und dann gucken wir uns noch mal so ein bisschen den Bahnhof an, was denn der neue Fahrplan hier für die Strecke Rhein-Ruhr-Osten so für uns bereithält. Ja, damit würde ich sagen, starten wir. Und zwar machen wir erstmal die Lok an, würde ich sagen, beziehungsweise genau. Dann müssen wir natürlich die Türen entriegeln. Das machen wir so. Die Zugversicherungssysteme ein. Da müssen wir kurz in die Quick Bar gehen und die AFB einstellen. Die machen wir natürlich erstmal auf 40. So, dann gehen wir hier raus, und zwar mit jetzt G, dann gehen wir in die Funktion, schauen uns die PCB-Modus an. Das stimmt. Dann sind wir abfahrbereit. Dann können wir uns hier noch ein wenig am Bahnhof umschauen. Müssen aber gleich die Spitzensignale noch einstellen. Hier ist einiges los. Sollen eh noch bis 8:32 Uhr warten. Es gibt uns etwas Zeit. Also sind wir überhaupt in Wuppertal? Nicht, dass ich jetzt Mist gelabert habe. Nicht, dass ich jetzt Mist gelabert habe. Wir sind hier in. Ja, wenn man mal so ein Schild sucht. Da steht's. So, wir können die Türen verriegeln übrigens, dann machen wir das auch. Doch, wir sind Wuppertal Hauptbahnhof, dann stimmt's ja. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Nächster Halt, Wuppertal Barmen. Das heißt, wir lösen die Bremse und schalten langsam auf. Das reicht. So, haben wir uns befreit. Das heißt, wir können auch auf 60 beschleunigen. Genau. So, bis Wuppertal-Barmen ist jetzt natürlich nicht die riesengroße Entfernung, 3,5 Kilometer. Fahren wir schön an der Schwebebahn vorbei. Ach, göttlich. Wunderschön. So, 100.
Wunderschön, wunderschön. Obwohl, lohnt sich das, ist die Frage, weil wir 2 Kilometer nur noch haben. Ich denke eher, das lohnt sich nicht. Weil wir nämlich jetzt schon im Barmen einfahren. Nächster Halt, Wuppertal-Barm. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Korrigiere. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wunderschön. Wunderschön. 1, 2, 3, das ist das. Ich fahre den RE13. Ach, scheiße. Sorry. Das war jetzt mein Fehler. Hamm Westfalen. Nächster Halt, Wuppertal Oberbarm. Jetzt auch nicht, wer weiß, wie beschleunigen. So, da sind wir jetzt auch jeden Moment. Nächster Halt, Wuppertal-Oberbarm. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oder? Korrigiere, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
So, da wären wir in Oberbarmen, während hier eine Hamsterbacke steht. Wir schon wieder weiterfahren dürfen. Nächster Halt, Schwelm. Wunderschön, wunderschön. So, dann dürfen wir auch jeden Moment 160. So, dann haben wir noch Ennepetal und schließlich Hagen, 8:56 Uhr. So, jetzt haben wir aber erstmal Schwelm-Einfahrt. Nächster Halt, Schwelm. Ausstieg. In Fahrtrichtung rechts. Korrigiere links. Oh, heute bin ich nicht gut. Heute bin ich echt nicht gut darin. Aber dafür klappt das Bremsen einigermaßen. So, dann öffnen wir links die Türen. So, wir sollen noch bis 44 warten, das tun wir. Mal kurz einen Blick auf den Bahnsteig werfen. Ja, doch, einiges los hier. Ihr solltet mal ein bisschen weiter hinter die weiße Linie da treten, meine lieben Leute. Die Markierung ist nicht umsonst da. Ich verstehe es nicht.
So. Nein. Das gibt's doch gar nicht. So. Nächster Halt, Ennepetal. So, eine 20 habe ich, glaube ich, voreingestellt, wenn ich mich jetzt ganz irre. Gut, dann passt das. Schaukelt aber ganz gut. Hab manchmal das Gefühl, dass der Zug entgleist. Muss ich ehrlich sagen. Wir fahren hier schön durchs morgendliche, herbstliche Rhein-Ruhr-Osten Richtung Hagen Hauptbahnhof mit unserem RE13 mit Ziel Hamm-Westfalen. Wunderschön. Nächste Station, Ennepetal. Wieder eine Hamsterbacke. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, versuchen wir nochmal links die Türen zu öffnen. Jetzt macht das. Habe ich vorhin nicht richtig drauf gedrückt. Okay. So. Sieht aus wie das Kontinentalzeichen. Nur, dass das halt kein C ist, sondern ein ganzer Kreis. Aber so ähnlich sieht das Kontinentalzeichen auch aus. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Wunderschön, wunderschön.
So, auf zur unserer zumindest vorläufigen Endstation, wo das Zugpersonal wechseln wird, den Zug dann weiter nach Hamm-Westfalen fährt. So, mit 50. Sofort 160. So. Die Höchstgeschwindigkeit nicht der Lok, aber des REs, weil die DOSs dürfen nur 160. Wunderschön, diese Herbstlandschaft. Wunderschön. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Gefälle, deswegen greift die AFB auch ein und bremst den Zug etwas. So, 150, 100. Und dann werden wir hier auch schon ordentlich runtergebremst. Ihr seht das, 70. Ja, kommen wir zu langsam dem Bahnhof näher, das sieht man, oder das merkt man viel mehr. So. Da müssen wir quittieren, das heißt, geht direkt runter auf 80. Ja, bremst du bitte? Beinahe schief gegangen. Ach, warum haben wir denn jetzt schon 500 Hertz Magnet? Muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, ne?
Muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, oder? Wo hatten wir denn jetzt auf einmal schon 500 Hertz Magnet? Egal, lassen wir das einfach. Es bringt auch gar nichts, sich darüber aufzuregen. Es ist passiert und fertig. Was soll man machen, ne? Es ist komisch zu verstehen. Zugbeeinflussung. Ich bin total erschrocken jetzt, ey. Also der 500 Hertz Magnet hat da überhaupt noch nicht hingepasst. Überhaupt noch nicht. Aber lassen wir das. Nächster Halt, Hamm in Hagen. Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber wir sind ja trotzdem pünktlich, von daher schiebt der Hund drauf. So, pünktlich auf die Minute. So, dann öffnen wir rechts die Türen. So, müssen wir wirklich feste drauf drücken? Oder müssen wir links entriegeln? Sind doch rechts, links entriegeln. Okay, kann man ja. So. Dann hätten wir das soweit. Das war unsere Fahrt mit dem RE13. Jetzt hat er beide Türen. Ah, oh, ist das ein Blödmann. So. Immerhin haben wir keinen Punktabzug. Also wir waren nirgendwo zu schnell. Wir haben komplette Punktzahl erreicht. Warum wir keine Medaille bekommen, ist mir auch wieder schleierhaft. Aber es ist halt so. Ich weiß es nicht, es ist ein offizielles Fahrplanszenario. Naja, das war auf jeden Fall unsere Fahrt mit dem RE13. Wahrscheinlich, weil das ein Timetable-Mod ist. Wahrscheinlich kriegen wir deswegen keine Medaille, das kann natürlich sein. Das war auf jeden Fall unsere Fahrt mit dem RE13 von Venlo nach Hamm, Westfalen. Hauptbahnhof, für uns ist die Fahrt in Wuppertal Hauptbahnhof gestartet. Genau. Und endet in Hagen Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wir können jetzt noch ins freie Spiel zurückkehren. Und hier aus dem Zug rausgehen, bevor der gleich weiterfährt. Wir können ja die Tür noch schließen. Ne, darf ich nicht mehr. Okay, dann steigen wir aus. Nee, Feierabend. So, wann hat der denn hier Weiterfahrt? Um 9.19 Uhr. Nächste Station sind... Ach, das ist der RE7, das sind wir doch gar nicht. Wir fahren doch RE13, 9.56 Uhr. Eigentlich hast du doch schon längst Ausfahrt, Kollege. Na egal. Das ist auf jeden Fall der Hagener Hauptbahnhof. Wir könnten jetzt, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, Route-Hopping, da hinten ist glaube ich das Ding, könnten ja jetzt auf die Strecke Ruhr-Sieg-Nord wechseln. Route-Hopping macht es möglich. Ach, das ist jetzt, deswegen hat er keine Ausfahrt. Tja, da müsst ihr euch mal irgendwie kurz schließen, weil so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Sie ist hier fort. Genau. So.
So, wir könnten jetzt auf die Strecke Ruhrsieg Nord wechseln, in den Hagener Hauptbahnhof. Dann sind wir wieder am Hagener Hauptbahnhof, nur auf einer ganz anderen Strecke. Wo es ein bisschen neblig ist. Und die Züge, die hier vorhin noch standen, sind jetzt nicht mehr da. Sprich, unser auch nicht. Aber das ist halt dieses wunderschöne Route-Hopping, was man hier betreiben kann. Das habe ich euch ja in einem der Videos schon mal dargestellt. Finde ich eine sehr schöne Sache. Jetzt könnte man natürlich hier ein Szenario aufnehmen, beginnen, starten und ja, braucht man dann nicht mehr ins Hauptmenü zu gehen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ich hoffe, euch hat das ganze Szenario gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Habt eine schöne Woche. Nächste Woche Samstag eventuell Köln Hauptbahnhof. Ich weiß noch nicht genau, aber wahrscheinlich schon. Ja, macht's gut. Bis dahin. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.